So, meine Damen und Herren, welcome back hier beim OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Heute möchte ich euch einen neuen Bus vorstellen, der vor einiger Zeit rausgekommen ist in der OMSI 2 Webdisk. Das ist noch gar nicht so lange her. Also ist er auch noch relativ neu und zwar aus dem Hause Renault, den Renault R312. Ich glaube, es ist der allererste Renault-Bus, den wir hier auf dem Kanal zu Gesicht bekommen. Ja, also so gesehen eine kleine Premiere für euch, kostenfrei in der Webdisk zum Download. Und da gibt es auch noch zwei andere Modelle, dazu später mehr. Unter anderem auch ein Doppelgelenkbus. Aber das tun wir uns heute mal noch nicht an. Wir befinden uns auf der Karte Gerolstein, auch eine schöne Karte, von der wir bisher noch nicht allzu viel gesehen haben. Ich glaube, drei Folgen haben wir bisher gemacht. Einmal die Schlagernacht, einmal die Eröffnungsfolge und einmal die neue Linie J. Wir fahren heute hier die 581. Von der Haltestelle Frauener Amalie-Dietrich-Platz bis zum kleinen Berger Bahnhof. Über Dössel und über Keuta. Klingt so ein bisschen nach Dorf- und Überlandlinie. Vielleicht nicht unbedingt der geeignetste Bus dafür. Aber mehr dazu später. Freut euch auf jeden Fall auf eine richtige Oldschool-Karre. Wenn ich schon sehe, wie die aussieht. Um Gottes Willen. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Van Hool. Unter anderem auch deswegen, ja. Ihr könnt hier nämlich jede Menge Scheiße einstellen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Varianten, die mitgeliefert werden zu dem Bus. Ich habe mich heute für die 312er Variante entschieden, mit Euro 1 und mit drei Türen. Ja, das ist eine der Varianten, wo auch Repaints verfügbar waren. Ist hier aber alles auf Englisch gehalten. Genauso auch die README, ja, das kleine Handbuch, auch ganz nett. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, Hubcaps, können wir uns hier so ein paar Radkappen aufmachen. Ja, mal als Beispiel. Alles andere, Mirrors hier, könnt ihr euch auch das Spiegel und sowas alles einstellen. Das geht ganz entspannt über die Setwa. Müsste der eigentlich machen. Ne, macht er hier nicht. Dann ist das wahrscheinlich ans Repaint gekoppelt oder so. Funktioniert auch ähnlich wie bei der MX C2-Familie und so. Ihr kennt das, bei den Van Hool-Bussen war das auch mit so einem kleinen Handbuch. Sehr, sehr schön. Das Dashboard ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, kommt aber mit einer guten Auflösung daher. Das ist hier nicht unscharf, das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr scharf. Bevor wir loslegen, würde ich sagen, starten wir erstmal den Motor. Denn das kann jetzt eine Weile dauern, bis der hier Vorratsdruck entsprechend aufgebaut hat. Der Bus ist auch sehr, sehr laut. Ich werde euch das im Nachhinein im Schnitt natürlich ordentlich vertonen. Aber lasst euch gesagt sein, er ist sehr, sehr laut. Ja, was braucht ihr? Nix. Ihr müsst euch das nur in der Webdisk runterladen und dann sensationelle 8 GB installieren. Das ist Wahnsinn. Dafür gibt es aber, wie gesagt, auch diesen 312er hier in ganz verschiedenen Versionen. In Euro 0, in Euro 1, in Euro 2, in 2 Türern, in 3 Türern und hast da alles nicht gesehen. Dazu gibt es dann noch den Renault 418. Das ist so ein Gelenkbus. Und dann gibt es noch den Renault 525. Und das ist ein Doppelgelenkbus. Und wenn ihr da Interesse habt, dass ich den mal vorstellen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Fände ich ja mal ganz witzig. Doppelgelenkbus von Renault. Ja. Ansonsten kommt es so ein bisschen drauf an, was ihr hier auswählt. Manchmal habt ihr hier auch noch so einen Computer stehen, wo ihr dann irgendwas eintippen müsst und so. Manchmal nicht. So wie in diesem Fall, da habt ihr hier unten dann den Abreißblock drinnen liegen und hier die Imbisskasse, die könnt ihr auch rausnehmen. Sehr schön. Ja, und dann gibt es dann hier oben, ähnlich wie beim Van Hool, ja, das gute alte Oldschool Hartz IV Ibis, sag ich mal, ja. Das heißt, wir geben unsere Linie hier ein. In dem Falle die 581. Und ich glaube, es war die Route 7. Genau. Ja, da gibt es ganz verschiedene Strecken hier von der 581. Steht es dran nach Kleinberg, das kann man sich bestimmt hier auch noch ändern. Irgendwie die Matrix oder sowas. Sollte bestimmt möglich sein. Ja. Frontlights kann man sich ändern. Oder auch nicht. Displays. Ja, Display ist Matrix. Okay. Dann haben wir sowas. Oh, das sah gut aus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Dann lassen wir das mal. Manchmal müsst ihr dann nochmal überschildern. Das heißt, müsst ihr hier oben nochmal neue nehmen und dann schildert er das dann auch bei einer anderen Zielanzeigenart ordentlich. Ja, wie gesagt, erinnert mich sehr stark an diese Van Hool-Serie, die man damals mal runterladen konnte, auch mit sämtlichen Variationen.
Ich jetzt meinen Scheibenwischer mache. Oh Gott, ich habe ja Angst. Ach du Scheiße, ja, mit so einem Hebel. Der Standard-Omsi-Sound, aber okay. Hupe. Auch geil, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Vielleicht fährt er ja schon los. Ja, so ein bisschen. Ich habe die Sitzposition übrigens schon mal ein bisschen angepasst hier mit dem Auxi. Das ist normalerweise nicht so. Vordere Tür lässt sich ganz einfach wie gewohnt öffnen. Hallo. Hallo. Jo, danke. Und es ist hier alles auf Frankreich, ja? Deswegen, also im Handbuch, in der Webdesk steht es überall auf Französisch und auf Englisch, nur nicht auf Deutsch. So, die Tante will hier nicht mit. Dann fahren wir auch direkt los. Ja, weil es so viele Busmodelle sind, weil das alles sehr hochauflösend ist von den Texturen her, kostet das halt ordentlich Speicherplatz. Das kann ich euch schon mal verraten. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall freihalten. Und dann fahren wir mal los. Ist jetzt von der Beschleunigung her auch sehr gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, der schallert dir hier richtig die Ohren weg. Und dadurch, dass ihr hier so ein komisches Cockpit habt, fährt sich das auch sehr, sehr, sehr komisch. Also ihr müsst so gesehen mehr Überhang nehmen als sonst. Könnte man auch gleich nochmal gucken, wo die Achsen so sind. Ja, Omsi-KI ist wieder dämlich, lässt uns vor. Und wie man hört, schönes ZF-Getriebe. Macht natürlich auch Laune. Steht ja bestimmt dort dran immer. ZF, ja. Nachteil dürfte sein, man kann hier nicht die Haltestelle automatisch weiterschalten. Müsste immer mit Q machen. Achtung. Genau, immer einmal Q drücken. Innenraum gucken wir uns auch noch gleich an. Wir haben ja ein bisschen Fahrt vor uns. Bremse geht aber soweit. Interessant, hier habt ihr dann euren Drehzahlmesser. Also auch ganz komisch. So. Na, könnte ein bisschen weiter hinten sein, die Vorderachse, aber eigentlich nicht. Ich glaube, das kommt einfach davon, weil man hier echt bescheuert sitzt. Also das kenne ich von diesen uralten Bussen. Ja, vom Agora. Kennt der ein oder andere vielleicht noch? Den Renault Agora. Gab es auch mal in den Urzeiten von Omsi 1. Da gab es auch dieses komische Cockpit hier. Und das Traurige ist, dass der Renault Agora, wo ich immer sage, boah, der ist uralt, den kannst du doch nicht fahren. Der Agora war der Nachfolger von diesem Bus hier. Und das ist wirklich das Spannende. Schauen wir einfach mal, wie er sich hier schlägt. Also, falls es einen interessiert, Bing! Haltewunsch, ja. Hat was von VDL hier, ne? Also, der Bus ist mittlerweile fast 40 Jahre alt. Also, der Prototyp wurde damals 1985 vorgestellt. Und war dann der Nachfolger. Oh, sieht schön aus hier. Kick mal. Oh, mal Krach hier, du. Der macht ja einen schönen Krach. Ja. Und der war damals der Nachfolger. Vom Renault SC10. So, und jetzt wird's spannend, Freunde. Normalerweise habe ich. Also, ihr kriegt die Türen so nicht auf. So, ich habe dann eine Tastaturbelegung für die Freigabe. Haltestellen, Bremse, Freigabe. Funktioniert hier nicht. Also hier geht schon. Da drückt der Def. Passiert aber nichts. Kriegt er die Tür trotzdem nicht auf. Ihr müsst, ich habe mir dann extra Tastaturbefehl gemacht. Wie zum Beispiel beim Facelift oder beim C2 Haltestellenbremse. Die drückt ihr einmal. Dann hört er auch Buff. Und dann könnt ihr manuell hinten die Türen öffnen. Auch wieder schließen.
Ja, ist ein bisschen kompliziert. Da sagt er auch Bip, das heißt, wir können los. So sieht er von außen dann aus. Unser Renault. Sieht doch hier ganz nett aus auf Gerolstein. So. Gehen wir mal ein bisschen Kickdown, weil sonst kommt er hier den Berg nicht hoch. Also, ich weiß jetzt hier nicht, wie viel PS dieser Motor hier hat, aber es ist schon wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Der Vorgänger war der PR100 von Renault. Ja. Länge 12 Meter ist klar. Die ersten Exemplare hatten alle drei Türen. Und zwischen 1987 und 1997 kamen dann die Motoren dazu, die Abgasnormen Euro 0, Euro 1 und Euro 2 hatten. Ja. Da kann man sich heute alles gar nicht mehr so wirklich vorstellen. Ne? In Zeiten von Euro 6, wir reden schon über Euro 7, was bald kommen wird. Kommt hinten natürlich auch ordentlich was raus, sieht man hier an der Motorabdeckung. Man kann hier aber keine Klappen öffnen, also das ist nicht möglich. So, nächster Halt. Ach nee, da waren wir schon. Ich hätte gedacht, die alte Stelle hier nehmen wir noch mit, aber nehmen wir nicht mit. So, und jetzt müssen wir laut Omni-Navigation wahrscheinlich geradeaus, ne? Jo, alles klar. Einmal die Serpentine. Ihr seht das schon auf der Minimap. Das wird jetzt richtig sportlich hier mit dem Bus. Jetzt mir noch ein weiterer kleiner Fehler aufgefallen. Nicht, dass ihr... Also, es gibt ja Leute, die bedienen das ja auch alles per Maus in Omsi. Dieser kleine Knüppel hier links, ja, das ist nicht die Feststellbremse. Also zumindest nicht, wenn ich die auf der Tastatur bewege. Dann bewegt sich dieser Knüppel nämlich nicht. Das ist scheinbar irgendwas anderes. Wo ist mein Spiegel hin? Ach, da. Das ist natürlich doof. Den sieht man irgendwie gar nicht, ne? So, durch die Serpentinen. Ist das hier der Gletscherexpress von Gerolstein, oder was? Ein bisschen eng hier, ne? Also, was hat man sich denn hierbei gedacht? Ich bin kein großer Freund der Karte Gerolstein. Warte, ich nur... Oh, hier gibt's Eis? Ne, ist zu heute. Kommst du ohne rum. Eieiei. Wenigstens, bei diesen alten Bussen ist das Geile, der flutscht halt gleich direkt drin in die Gänge. Bei den neuen Bussen, Alter, C2 oder so, musst du erstmal 1000 Jahre warten. Dann ist er immer noch nicht drin, ne? Man muss wieder neutral reingehen. Warte, ich bin kein großer Freund der Karte Gerolstein, deswegen gibt es da auch relativ wenig Folgen zu. Ich fahre die privat so gut wie nie. Das ist einfach absolut nicht meins, ne? Ich weiß nicht, was man sich hierbei gedacht hat. So, hier, ja, sind wir wieder mit dem Arsch auf dem Acker drauf, ja. Weiß nicht, ob es am Bus liegt oder so, aber, ja. Weiß ich nicht, so dieses Stadtgebiet gefällt mir erstmal nicht und dann versucht man hier so ein bisschen... den Gletscherexpress auf Wischbestell darzustellen. So, und ich habe wieder volle Kanne eingeschlagen und wieder kommen wir nicht rum mit der Karre. Ist doch zum Kotzen hier.
Wendekreis ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. So. Nur um hier diese scheiß Gaststätte anzufahren, oder was? Fahr ich hier die Serpentinen rauf und runter, oder was? Ich glaube, Takt. Hier kommst du wieder nicht rum. Also doch, kommst du schon, aber jetzt wahrscheinlich bei der nächsten nicht, ohne das Schild abzureißen. Naja, gerade so, wa? So, jetzt mal ein bisschen Gas. Was sehen wir im Innenraum? Sehr, sehr viele Haltewunschknöpfe. Ist ansonsten relativ spartanisch hier halten, ja. Finde ich jetzt nicht so doll. Man kann die Dachluken allerdings aufmachen hier. Was schon mal geil, ja, so wie das früher üblich war bei den Bussen. So eine feine Geschichte. Ja, leider, wie gesagt, nicht auf Deutsch so. Ich habe jetzt nur so ein bisschen englische Übersetzung gefunden. Es gab insgesamt so 4000 Exemplare über die Karre. Und danach kam dann, quasi 10 Jahre war das Ding hier auf dem Markt und dann kam der Renault Agora, der der ein oder andere kennen wird. Oh, hätte ich gewusst, was das hier für eine Linie ist? Ey, ja, der KI-Bus schafft es hier ohne rumzukommen, ne? Da haben wir fast schon gedacht. Der hat auch schon aufgegeben, oder? Oder wartet der auf mich? Ne, der hat aufgegeben. Der macht erstmal Kaffeepause, holt sich bei Manfred ein Eis oder so. Eieiei. Eieiei, Kollege. So, alles andere, wofür diese ganzen Knöpfe da sind, das könnt ihr dann auch im Handbuch nachlesen. Wie gesagt, nur leider auf Englisch. So schwer ist es eigentlich nicht. Also man kann dieses Lenkrad hier leider nicht wegklickern, sodass es unsichtbar wird. Sonst hätte ich euch ja gerne mal die einzelnen Knöpfe alle erzählt. Wobei die meisten natürlich auch selbsterklärend sind. Ja, also Tür 1, Tür 2, Tür 3. Wie ihr die Türen bedienen könnt, habe ich euch gerade erklärt. Habt ihr hier noch so ein bisschen auf der linken Seite mit Licht? Und viel mehr gibt es dann hier nicht. Ja, hier könnt ihr so ein bisschen Klima und sowas bedienen. Ja, wenn man es denn braucht. So, wieder in so eine enge Gasse, ja. Ich glaube, das habe ich schon mal auf Gerolstein kritisiert. Hier sind einfach viel zu viele Stellen drin. Die sind höchst unrealistisch. Die sind einfach auch, ja. Soll man sagen, zu eng. So, ne? Ist einfach totaler Quatsch. Und Problem ist halt immer, ihr habt es gesehen, die OMSI-KI spielt da leider nicht mit. Der bleibt dann da einfach stehen, da Bus. Na gut. Auch gut. So, dann sollte hier mein Bus entgegenkommen, wisst ihr? Förster, genau. Wir halten mal beim Förster an. Ist auch gut. Was cool ist, sind hier diese Halteschlaufen, wo man sich so festhalten kann. Hatte ich letztens mal bei irgendeiner Busvorstellung kritisiert, dass die sich nicht bewegen. Hier bewegen die sich schön, ja, wenn man schön so eine Kurve fährt und so. Ui, ja, da, da bewegen die sich schön mit. Das finde ich cool. Ja. Am besten wirklich ist das mit diesen Set-War-Möglichkeiten. Das hat man öfter im Payware-Bereich, wenn sowas im Freeware-Bereich so wie hier ist, dann finde ich das natürlich richtig, richtig schön. So.
kommt der nicht mal dazu, hier an der Haltestelle irgendwie mal ein bisschen Pause zu machen. Ja, oder hier, wenn dir hier ein Bus entgegenkommt, so, was machst du dann, ja? Dafür ist also Gerolstein wirklich absolut nicht mein Fall. Was mir gut gefallen hat, war diese Schlagernacht-Chrono-Event, so. Das war wirklich nett gemacht. Und einen Schwimmbus oder so gibt es noch. Da würde ich auch noch mal Interesse dran haben, euch den zu zeigen. Aber so dieser reine Linienverkehr hier... Nee. Nee. Allerdings ist die Karte optisch gut gemacht. Das muss man trotzdem sagen. So. Jetzt seht mal das hier. Also ich glaube, schneller als 50 oder so. Ey, dann weiß ich nicht. Springt der Motor hier aber in der Luft. Oh. Also ist hier Feierabend. Was ist denn hier mit unserem schönen Fenster? Ja, da hört man dann auch so ein bisschen den Sound. Das geht auch, Alter, geht das weit auf. So, jetzt haben wir nämlich das Problem hier. Muss da hier halt den... Der Westfalenbus, hier genau. Westfalenbus fährt das Ding. Man musste hier nämlich auf den Rasen fahren. Ja, ansonsten, wie gesagt, so ein bisschen spartanisch, wenig... Details, ja, was muss in einem Bus hier kennzeichnet sein? Hier unten sehe ich einen Feuerlöscher. Müsste hier gekennzeichnet sein. So, und jetzt um die Navigation? Links, ja, okay. Müsste hier gekennzeichnet sein. Dann wird hier vorne beim Fahrer mit Sicherheit ein Verbandkasten sein. Muss hier kennzeichnet sein. Sehe ich hier auch nicht, ja. Nothammer haben wir. Sehr schön. Ja, da hat man nichts dran gedacht. Dennoch muss auch so ein Notausstieg gekennzeichnet sein. Und das war, glaube ich, auch damals schon der Fall hier zu den 80er Jahren oder so. Selbst wenn er in der heutigen Zeit noch rumfährt, muss das auch gekennzeichnet sein. So, nächste Klapperdorf hier. Alter. Der Blinker piepen, ich möchte nicht sagen, der Blinker Sound, weil das ist, also, wenn das ein Sound wäre, dann würde es mir hier nicht die Ohren kaputt machen. Aber der Blinker piepen ist halt echt auch sehr penetrant, möchte ich mal meinen. Ob einem jetzt der Motorsound gefällt, also für ZF klingt es halt nicht so toll. Aber es ist halt auch Renault, ne? Ich weiß gar nicht, was die hier für Motor einbauen. Ob die hier vom Twingo oder irgendwie den Motor einbauen. Kann ich euch leider auch nicht sagen. Bin aber der Meinung, dass Renault da auch eigene Motoren damals produziert hat. Ich glaube, im heutigen Bereich findet man Renault gar nicht mehr. Im Busbereich. Die heißen irgendwie anders, ne? Oh! Hab ich mich jetzt verfahren? Ja, Omni-Navigation sagt ja wieder nichts. Also doch die Strecke wieder zurück, oder was? Ja, ist ja auch nicht schlecht. Und jetzt so? Ja, na, rückwärts kannst du hier auch vergessen. Ja. Hier ist dann auch schon auf einmal die Kachel und alles zu Ende. Ist ja auch nicht so schön. So. Machen wir das anders. So. Da ist er. Ja, mit den ganzen scheiß Betriebsfahrten hier drin, ey, wirklich. Ist auch so was, ja. Ich meine, die Idee ist ja immer gut dahinter. Die Idee ist halt immer gut mit diesen Dienstdaten. Ist aber einfach so nervig, wenn du da immer ständig diese Betriebsfahrten drin hast. Vor allem, wenn du irgendwie eine Fahrt auswählen willst oder so und einfach... Bei mindestens der Hälfte von den Diensten, die hier um die Zeit verfügbar sind, bekommst du eine Betriebsfahrt, so. Ja, dann sag mir mal, dass das irgendwie wirtschaftlich ist, ne? Also, nee. Ich glaube nicht. Aber da wurde es ein bisschen übertrieben. Ich finde das ja schön, das hat man auf vielen Karten mittlerweile gemacht. Mit sogenannten Brechpunktwechselfahrten, aber... Ja, Leute, ne.
So, jetzt fahren wir halt wieder nach rechts und gucken mal, ob wir da weiterkommen. Und ich höre, die Spieler, die Gerolstein sehr oft fahren, ich bin jetzt zum ersten Mal, ich fahre die Karte so gut wie nie. Hat auch seine Gründe. Ich höre diese Gerolstein-Spieler dann schon vor dem PC sitzen und sagen: Nein, was macht der da? Warum fährt er da links? Und so, ja. Naja. Ich höre euch fluchen bis hierher, ey. Glaubt's mir. Es gibt diese 581 übrigens auch noch in einer etwas längeren Version. Oh, da ist der Kollege wieder. Da ist er wieder der Kollege. Da ist er wieder der Kollege. Da ist er wieder der Kollege. Die will nicht mit. Ja, die kriegt Angst bei dem Bus. Da ist er wieder der Kollege. Da ist er wieder der Kollege. Da ist er wieder der Kollege. Bist du besoffen oder was? Ja. So, wir gehen nochmal in die Innenansicht. Also es gibt diese, dann gibt es ditte. Hier vorne beim Fahrer. Ey, da guckt ihr doch mal an, wie dieses Dashboard hier aussieht, ey. Meine Fresse, wie halt auch wie unergonomisch das aussieht, ja? Also da krieg ich ja jetzt hier schon in meinem DX Racer krieg ich Rückenschmerzen, wenn ich den Busfahrer da so sehe. Aua. Was haben wir noch? Ja, okay. Machen wir wieder die Perspektive. Das war es dann auch. Und die Navigation hat sich auch verabschiedet. Sagt sich, nee, das tue ich mir heute nicht mehr an. Such dir mal alleine den Weg. Na, okay. Machen wir. Ich suche mir mal einen Weg. Hast ja hier diese gelben Tafeln. Ja, ist ja total toll. So, also ich sehe die eine Hälfte. Hat vor dem Rechner da gesessen, hat hier flucht, was fährt er da falsch? Und die andere Hälfte, die sich da auskennt, die hat sich jetzt gerade richtig totgelacht, dass ich da schon wieder verkackt habe. Ja, so, also eine Haltestellbremse gibt es. Nicht nur die Freigabe, aber dann. Ja, nee, dann müsst ihr ja die Türen manuell öffnen, dann könnt ihr hier diese Haltestellbremse drin machen. Ja, nee, ich will den nach rechts. Könnt ihr ja die Haltestellbremse reinmachen, müsst ihr aber wieder lösen, wenn er dann losfahrt. Ja. So sieht's aus. Sollen wir von außen? Da kann man jetzt wirklich nicht viel dagegen sagen. Also, der ist jetzt von den Texturen her, ist das schon wirklich sehr, sehr gute Arbeit, ne? Gerade für einen Freeware-Bus. Langes Gefälle. Na gut. Dann muss der lahme Motor hier nicht so viel arbeiten. Das ist auch gut. So, nächste Haltestelle. Keuter. Genau. Das sieht aber auch aus jetzt, wenn wir es nirgendwo fahren, ne? Aha. Das hat die Karte nachgeladen. Übrigens, Performance ist sehr, sehr gut hier. Oh, guck mal, Alter, wie schnell. Wie schnell. Jetzt will er aber wissen, der Renault hier. Mann, ist ja schneller als der Twingo, du. Ist ja schneller als ein Twingo. So. Muss jetzt mal bei 114 abbrechen. Ich wäre gerne noch ein bisschen schneller gefahren. Ich hätte gerne noch mal rausgefunden, wie schnell er wirklich kann. War jetzt natürlich auch ein bisschen bergab oder so, aber 114 ohne irgendwelche Mods zu installieren ist für einen Bus schon außergewöhnlich in Omsi. So, nächster Halt. Elisenhof. Ja, wir nehmen hier auch wirklich jede Milchkanne mit, ne? Wieder so eine enge Gasse. Ey, ich hab keine Lust mehr hier. Warum macht man das mal nicht ein bisschen breiter hier? Verstehe halt nicht. Aber der Bus quält sich wirklich, ne? Also, wenn er mit dem hier fahrt, ey, Leute, Leute, müsst ihr mal wirklich ein bisschen doller aufs Gas drücken. Und, also, der Wendekreis ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also,
jetzt nicht sagen. Ich stelle mich jetzt. Also, vielleicht zur Hälfte stelle ich mich heute ein bisschen dusselig an. Zur anderen Hälfte ist das hier wirklich was ganz anderes, als irgendwie ein Mercedes oder ein MAN zu fahren. So, was ist hier? Die schiefe Tür von Gerolstein oder was? Im Ruhrgebiet ist das so. So, tschüss. So, da kommt wieder der Kollege. Nachts ja, ja. Nach Kleinberg. Nach Kleinberg? Wieso, hä? Fährt er uns hinterher oder was? Soll denn das? Ja. Das meine ich halt, ja. Das meine ich. Das ist halt wirklich. Wenn du halt sowas baust wie hier auf Gerolstein, Alter, das kriegt halt die Omsi-KI nicht geschissen. Da kommt der hinten angerast wie so ein Irrer. Schade. Ja, da kommt Omsi halt leider an seine Grenzen. Ihr hattet euch ja mal gewünscht, dass ich mal irgendwo als Verstärker oder so fahren soll, aber das macht natürlich auf so einer Karte hier, wo eh nur drei Leute mitfahren. Ich glaube, wir sind sogar leer. Ach, guck mal, hier sind Stehplätze. Da macht das natürlich wenig Sinn. Also das würde ich schon auf irgendeiner Karte mal machen, wo viel los ist oder zu irgendeinem Shuttle oder irgendwie sowas, ja. Da könnte man sowas mal machen. Die Idee, habe ich auf jeden Fall zur Kenntnis genommen. Finde ich sogar ganz cool. So, jetzt will ich nochmal gucken hier. Moment. Guck mal, der hat hier hinten Stehplätze. Ja, weil da ist der Motor, der so Gas gibt. Und dann stehen die da an diesem lauten und warmen Motor dran, ja? Okay. So, nächster Halt. Ja. Frauenaher Tor. Okay. Sieht aber auch schön aus hier. Also gestaltungstechnisch von den Objekten und so gefällt mir diese Karte wirklich gut, aber ja, es ist halt alles viel zu eng, das ist halt ein Bussimulator, ja. Also auf Landkreis Lahnow verstehe ich das immer noch so, da sind auch ganz viele Stellen so, die sind kompliziert, aber das ist ja hier nur. Einmal kurz strecken, bitte. So. Ich habe hier aber nur einen Abreißblock hier, junge Dame. Ihr seht schon, guck mal, wie viel Platz hier noch ist. Jetzt will ich aber mal sehen, guck mal. Ja, das täuscht halt mit diesem blöden Dashboard. Letztens sind wir mal mit dem Mercedes OC 500 LE gefahren. Schaut da gerne mal rein. Der hat auch so ein ganz komisches Dashboard. Das wirkt dann ganz komisch. Also entweder guckt man hier wirklich jedes Mal in den Spiegel, aber so vom Gefühl her würde ich gar nicht so weit rechts fahren, ne? Das täuscht halt echt. So, nächster Halt. Ja, das ist jetzt hier so wirklich Wohngebiet. Aber auch mal eine schöne Abwechslung, ja. Wirkt da so ein bisschen städtisch hier. So, wieder keine Hilfspfeile. Also, keine Minimap. Ja, wir sind gerade noch so pünktlich. Gerade noch so. Muss auch sagen, hier die Fahrzeiten relativ sportlich. Dafür, dass jetzt auch nicht wirklich viel los war. So, was ist hier los? Pause, das klingt super. Es gibt auch noch eine R81. Die könnte man sich auch nochmal antun. Die ging aber los, irgendwie 10 Minuten oder so. So, ja, junge Dame, jetzt ist hier aber Endstation mit deiner scheiß Kurzstrecke. Das ist jetzt scheinbar auch verbuggt. Ja, die Leute müssen ja aussteigen. Kann man hier in diesem Würfel im Omsi-Editor auch reinschreiben, dass die Leute halt aussteigen sollen. Ja, jetzt kommt der Bus hier doch nochmal hinterher, dackelt. Naja, okay. Ja, so sieht der Bahnhof aus. Hier schön ausgebaut mit Kasseler Bohr. Dann nochmal hier, ja, gut, das ist mehr ein Haltepunkt, ne? Nach Altenbeken. RB81. Ja. Hat so ein bisschen was von Rheinland-Pfalz hier. So. Da kommt der Kollege, ja. Hat total Sinn gemacht, dass du jetzt auch hier bist. Weiß nicht, wo er hinfährt, aber gut.
Macht hier noch einen schönen Tag. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Freunde, schreibt mir mal eure Meinung zum Bus in die Kommentare. Da wäre ich sehr gespannt. Und ob wir den Doppelgelenkbus nochmal fahren sollen. Wäre bestimmt auch nochmal witzig. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Bus. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.